Uff. Don't fucking do. Nein! Warum? Das Schlimmste von allen. Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Pokémon Worldwide Nuzlocke Challenge. Wir befinden uns in der Arena von Rayono City und haben im letzten Part bereits die erste Trainerin diese Arena bezwungen. Und jetzt, meine Freunde, werden wir uns aufmachen, um die Arenaleiterin Elisa, hieß die, zu bezwingen. Da müssen wir aber noch den einen oder anderen Trainer besiegen, bevor wir sie herausfordern können. Ja, im letzten Part habe ich euch ein bisschen meine Pokémon gezeigt, die wir jetzt dabei haben. Alter, Cube, ne? Mit seinem. Wann lernt der Junge irgendwie eine Bodenattacke? Das ist ja insane. Einfach so ein Erdbeben auf das Teil und das wäre so gut, das scheiß Pokémon. Obwohl es Modest ist, ne? Ja, im letzten Part habe ich euch die Pokémon gezeigt. Jetzt haben wir schon wieder eine kleine Änderung gemacht. Nämlich haben wir Butthead wieder zurückgenommen. Unser Ramaidon, was uns ja jetzt wieder gehorcht seit der letzten Arena. Einfach weil wir da drauf keine Elektroschwäche haben. So, ein Pachirisu. Alter, da können so viele Pokémon kommen, ne, bei der Arenaleiterin. So unglaublich viele verschiedene Pokémon. Ich gehe mal auf Wish, um zu scouten. Machen denselben Play wie beim letzten Mal. Oh, in dieser Generation konnten Elektroattacken noch Elektro-Pokémon paralysieren. Wow. Okay. Sweet Kiss. Ja gut, dann werden wir nie wieder rauskommen. Aus diesem Matchup. Pachirisu outspeedet unser Raichu, by the way. Oh, nee, warte mal, wir sind paralysiert. Okay. Das Ding hat Volt Absorber. Das ist ein bisschen kacke, um ehrlich zu sein. Was machen wir hier? Mit Butthead haben wir 53 Speed, Cube hat 64. Sollen wir einfach zum Mokuba? Ich gehe einfach zum Mokuba. Wir gehen einfach zum Mokuba! Und da kommt ein Sternschauer. Absolut kein Problem. Wir haben schon gesehen, dass er keine Statik hat, sondern Volt Absorber. Wir gehen für Leaf Blade und ballern das Ding. Ballern! Das hat nicht gereicht. Das hat nicht ansatzweise gereicht. Da merkt man halt wirklich, Mokuba ist echt ein ausbalanciertes, gutes Pokémon. Aber seine offensiven Werte sind echt nicht die besten. Das muss man einfach sagen. So, da kommt ein Pikachu. Was hat Pikachu vor? Ich meine, es hat sauniedrige Death-Stats. Ich gehe mal auf Dragon Breath. Faint. Okay. Das macht nichts. Geh nochmal auf Faint. Warte mal, war das ein... Hier, ein Speed-Tie? Okay. Alter, unsere Defense-Werte, ne? Unsere Defense-Werte sind schon sehr stabil. Der will schon wieder Coil lernen. Digga, Coil dir selbst mal ein jetzt. Oh, Blitzer. Hidden Power Ice auf Blitzer ist halt der Standard-Shit im Competitive für alle Drachen-Pokémon, ne? Was kann Blitzer? Sternschauer, Spukball, Volt Switch, Donnerblitz, Donner, Hidden Power. Was kommen mir sonst noch für Attacken in den Kopf, wenn ich an Blitzer denke? Will ich mal zu Cube oder? Ich glaube, ich würde mal zu Cube rausgehen. Ich glaube, ich gehe einmal zu Cube. Wake Attack, okay. Absolut kein Problem. Ich gehe jetzt aber mal für Horn Claws.
um unsere Genauigkeit zu verbessern und den Angriff. Denn dann trifft die Zermalenklaue immer und wir haben einen schön hohen Angriff. So, er Triple Quick Attackt uns. Das ist kein Problem. Wir haben gute Death-Werte auf Cube. Und das dürfte ein totes... Oh, das war sogar ein Crit. Jolteon sein. Ich glaube aber, das hätte auch so gereicht. Electabuzz. Oh, damn. Kann der Junge Ice Punch? Wenn ja, nicht schlimm. Es ist kein Step und wir haben gute Death-Werte. Was sonst will er uns tun? Warum kommt er mit Electabuzz rein? Ey, ne? Es gibt so viele krasse Elektro-Pokémon. Wir gehen auf Crush Claw. Light Screen. Er will Screen, der Junge. Oh, wie süß. Guck mal. Bra, bra. Digga. Zweimal aufgeschlitzt. So. Der Death, die Defense ist... Oh nein, Statik. Ja gut, ich meine, wir sind sowieso nach ihm dran, aber egal. Quick Claw! Ich wollte gerade sagen, Digga, wenn jetzt Quick Claw durch die Para... No, schade. Schade. Er geht nochmal auf Lightscreen. Geil. Richtig gut. Ey, Double Quick Claw! Ja, und der Night Slash kommt durch und seine Death ist sowieso schon gedroppt. Und das war's mit Electabuzz. Fluffy. Auch das Ding kann uns nicht wirklich viel... Um ehrlich zu sein. Cotton Spore. Das senkt den Innen, ne? Bruder, wie langsam willst du uns eigentlich machen? Sehr schön. Okay, das Ding ist auf jeden Fall tot in der nächsten Runde. Außer... Oh, Charge. Okay, Elektroattacken jucken uns nicht. Das steigert seinen Spätzdev und die nächste Elektroattacke, die er rausballert, wird doppelten Schaden machen. Aber Elektroattacken immunisieren wir. Von daher alles kein Problem. Er kann seinen Spätzdev so hoch machen, wie er will. Ich greife sowieso nicht speziell an, weil er einen Lightscreen draußen hat. Wir greifen schön physisch an, da wo wir einen Attack-Boost drin haben. Und dann geht das Ding nämlich down, Junge! Alter! Not even bad! So, will ich heilen? Ja, ich gehe heilen. Na, wir machen keine... Ne, der erste und der zweite Trainer in der letzten Arena, die waren irgendwie auch wack. Dann kam auf einmal Tailglow Volbeat um die Ecke, Alter. Und dann habe ich instant bereut. Instant bereut, was da abgeht. Hält der jetzt nicht mehr da, oder wie? Nee, der hält jetzt nicht mehr da. Okay, ich muss wirklich jedes Mal diese Switches drücken, wenn ich zurück will, ne? Crazy. Okay. Egal, wir sind schnell, wir sind relativ schnell draußen. Ich fühle mich einigermaßen gut, also ich habe jetzt keine krasse Panik. Sie heißt Elesa. Sie wird safe ein Elesebe, die scheiß Elektro-Zebra, okay? Sie wird safe so eins haben mit wahrscheinlich irgendwie Flame Wheel oder Flame Charge oder was auch immer. Donnerblitz und so ein Scheiß, ne? Entweder Lightning Rod oder Quick Start oder wie auch immer die Fähigkeit heißt, ich weiß nicht mehr. Dann wird sie wahrscheinlich noch irgendwie ein Pikachu mit Paddle Dance haben oder ein Raichu oder so. Dann wird sie noch... Oh, es ist ein Doppelkampf, by the way, wieder, ne? Ich muss echt dieses Mindset wechseln, dass die Arena... Wir haben bis jetzt keinen einzigen Einzelkampf gehabt in Arenen. Von daher wird safe wieder ein Doppelkampf sein. Was wird sie noch haben? Ein Emolga? War Emolga 5th Gen? Ich glaube, Emolga war 5th Gen. Emolga hat sie safe, oder? Hat sie Emolga? Ich glaube ja. Emolga mit Volswitch und Akrobatik. An die Arena kann ich mich noch so halb irgendwie irgendwo erinnern. Was? Okay. Bei den beiden bin ich mir sehr... Oh, wow. Wow. Hey. Also bei den beiden bin ich mir sehr sicher, dass sie die haben wird. Ein Electek wird sie wahrscheinlich auch haben. Luxray. Oh Gott. Ey, sie könnte so viele Pokémon haben, ne? So viele verschiedene Pokémon. Das ist crazy. So, hat der Bedroher? Nope, hat er nicht. Okay, der könnte auch alles mögliche. Ah, wobei. Haben wir jetzt eruiert, ob das Ding einen Dark-Type hat oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Hier nicht. Ich glaube, das Ding hat keinen Dark-Type in diesem Spiel. So, zu was gehen wir rein? Gehen wir zu Cube? Cube, ja.
Der greift sowieso nur physisch an. Und wenn er Eiszahn hat, dann will ich echt nicht mit Dingen... Oh, Roar. Bruder! Wenn du gerne gegen Butthead kämpfen willst? I don't give a damn, boy! Smackdown that bitch! Er switcht Luxray und geht zu Jolteon? Okay. Tja, Bruder. Das Ding ist halt einfach, Smackdown ist super schwach, ne? 50er Step. Da kann man nicht mal mit Butthead viel machen. Aber gut. Ey, by the way, Jolteon kann Strauchler, ne? Kann das Ding Strauchler? Ich glaub schon. Ich gehe zum Mokuba. Egal was kommt, wir resistieren. Strauchler vierfach, Elektro vierfach. Shockwave. Pflanze Drache ist echt ein geiler Typ eigentlich, ne? Man resistiert Pflanze und Elektro vierfach. Das ist schon nice. Wenn das so in echt auch so wäre. So, ich habe keinen Bock auf Statik. Auf die potenzielle, deswegen gehen wir nicht auf Leaf Blade. Und killen das Jolteon. Jetzt kommt Electrode. Oh! Oh, wow. Hab ich Bock auf eine Explosion in meinem Face? Wir haben 90 Death. Das Ding hat die höchste Death meines Teams, außer Sandama, Junge. Also wenn wir mit einem tanken, dann auf jeden Fall mit dem hier. Butthead hat nicht viel mehr, selbst wenn er resistieren würde. Ne, dann käme er auf 100 Death gegen eine resistierte Explosion. Okay. Electrode hat wahrscheinlich gute Spätzle-Werte, aber die physischen Werte sind nicht gut. Da kommt ein Lightscreen. No problem! Okay, also Lightscreen ist definitiv auch etwas, mit dem diese Arena scheinbar spielt. Das bedeutet, darauf muss ich mich definitiv konzentrieren. Elektroball. Wird vierfach resistiert. Ich bin sehr, sehr schnell, genauso wie du. Das wird praktisch nichts machen. So, zum Glück ist er nicht für eine Explosion gegangen, Alter. Oh, Aftermath. Oh, okay. Alright. So, Luxray. Okay, ich gehe wieder raus zu Cube. Er ist gegen Dingens rausgeswitcht, ne? Night Slash. Er ist gegen Butthead rausgeswitcht. Alter, der Night Slash hat krass Damage gemacht. Könnte es doch Stab sein? Okay, wir werden das jetzt ein für alle Mal testen. Wenn dieser Night Slash resistiert wird, dann ist er Dark. Dann ist er ein Dark-Type. Er ist ein Dark-Type. Brudi. Okay, raus. Und zwar sofort, Junge. Okay, das Ding hat halt absolut keine Spätzdef, ne? Wenn da irgendwie eine Elektroattacke kommt, dann ist vorbei. Night Slash Crit könnte halt für Celestial schon gefährlich werden. Ich würde sagen, ich gehe mal zu Celestial. Vielleicht drop die Statik. Wir schauen mal, was passiert. Ich möchte jetzt nicht gerade so zu Mokuba rein, weil wenn er mich crittet... Oh, er gibt für Roar. Okay, vielleicht kommt Mokuba einfach so. Nope. Nope. Okay, dann machen wir das nochmal. Ich möchte nicht einfach so in Mokuba rein, weil wenn er jetzt Night Slash crittet, Alter, dann wird's mega böse. So, da kommt der Dark Pulse. Wir haben okay Spätzle-Werte. So viel Damage, Junge. Der macht so viel Damage, Alter. Will ich heilen? Will ich Mokuba heilen oder will ich jetzt auf Wall Switch gehen? Ich muss, glaube ich, raus, Alter. Wenn der mich jetzt mit einem Night Slash angreift, dann war's das. Dark Pulse hat fast Hälfte gemacht. Das heißt, der Night Slash mit seinem Angriffswert wird mich bumsen. Ja, ich muss wechseln. Muss auf jeden Fall wechseln. Der Night Slash würde nämlich reichen jetzt. Aber will ich zu dem Ding rein, Alter? Gehe ich zu Joker und resistiere? Hat er bisher Elektroattacken
Warte mal, Butthead wäre auch eine Option, oder? 48 Spätzdef, Junge. Oh mein Gott. Wir würden wahrscheinlich nicht mal outspeeden. Okay, komm, wir gehen zu Butthead. Beim letzten Mal ist er rausgeswitcht, als er Butthead gesehen hat. Swagger? Oh. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Haben wir einen... Poison. Awakening Burning Antidote. Ah, das ist schlecht. Egal, ich gehe einmal für einen Smackdown. Komm schon. Der Night Slash macht nicht viel. Oder? Er macht genug. Aber wir kommen mit einem plus 2 Smackdown durch. Junge, dieses Luxtra ist tot. Sowas von tot. Okay, also Luxtras sind gefährlich. Er ist tatsächlich ein Unlicht-Pokémon, der Junge. Oh, Cube will Superzahn lernen. Oh, wow. Superzahn ist tatsächlich nicht schlecht. Aber eher im Competitive, ne? Will ich irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Superfang tatsächlich hier nicht. Ich meine, Superzahn könnte gegen alles einsetzen und es ist sehr... Oh mein Gott, der hat noch einen Magneton, der Junge. Das resistiert Pflanze und Elektro... Pflanze und Dingens-Moves, ne? Okay, das Ding kann aber wahrscheinlich nur spezielle Moves. Stahl und Elektro wird beides resistiert von Celestial. Wir brauchen auf Celestial noch irgendeinen Move, der... Magnet Bomb. Okay, das macht nichts. Oh, das macht mehr als ich dachte, Mann! Warum macht das mehr als ich dachte? Come on! So, und das ist der Punkt, wo ich jetzt heile. Das ist der Punkt... Was mir persönlich reicht. So, einmal Super Potion für Celestial. Geht wieder für Magnet Bomb. Oh, das war ein Crit. Wow. Und einmal eine Super Potion für Mokuba. Okay, er geht für Magnet Bomb. Ich gehe für Wall Switch, weil was anderes kann ich nicht machen. Ich hätte noch wishen können, theoretisch. Aber Magnet Bomb Crit würde dann ganz schön nahe kommen, ne? Okay, die Sache ist, Drizzlos outspeedet ihn nicht und er würde mit einem Donnerblitz böse Damage ballern. Joker kann ebenfalls... mit seinem Spätzle... Ey, Joker muss sich definitiv entwickeln, Mann. Wir gehen zu Mokuba. Gehen zum Mokuba. Tri-Attack. Uff. Don't fucking do... Nein! Warum? Das Schlimmste von allem. Das fucking Schlimmste von allem. Das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst, Junge. Okay, das ist das Letzte, was ich... Ich hab nicht mal einen... Ich hab nichts, was ihn auftaut. Ey, das gibt's nicht. Ich bin viel schneller als du, Junge. Okay, ich glaube, at this point würden wir einen Tri-Attack-Crit noch fressen. Ey, fucking tau auf! Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott. Wie hoch ist die Chance? Prozent, ne? Und dann sind wir fucking 5 Runden gefroren. Ey, dieser Typ. Dieser Scheiß-Typ. Also ich sehe das eine oder andere Problem. Gerade bei...
Okay. Ich glaube, ich muss zum Joker, Digga. Tri-Attack wird resistiert. Magnetbombe wird resistiert. Das Problem ist, Elektroattacken werden nicht resistiert. Er hat Magnet Bomb, Tri-Attack. Die zwei Sachen haben wir bisher gesehen. Oh mein Gott, Digga. Magnetbombe tötet Buttet. Cube ist low. Warte mal. Tri-Attack und Magnetbombe. Dann gehe ich aber lieber zu Drizzlus. Oh, Elektro-Dingens haben wir noch gesehen, ne? Fuck. Tanken wir mit Jokern einen Elektroball? Wir haben 38 Spätstef. 85 Spätstef plus vierfache Resistenz. Und mehr als doppelt so viel Speed. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Digga. Oh mein Gott. Das wird so scheiße. Ey, dieser Freeze war jetzt wieder komplett des Todes unnötig, ne? Das war wieder so unnötig. By the way, Joker entwickelt sich auf Level 52, sehe ich gerade. Lock on. Hat der Junge Zap Cannon oder so ein Scheiß, Alter? Alright, gehe ich für Water Pulse oder gehe ich für Brian? Einen Elektroball tanken wir hoffentlich. Ey, ich meine, das ist ein Lasho King, okay? Geh für Water Pulse. Er geht für Magnet Bomb. Okay, sehr gut. Gar kein Problem. Das wird resistiert. Bah! Und das war's mit Magneton. Oh mein Gott, Junge! Holy shit! Er hat immer noch ein Pokémon! Wie viele Pokémon hat der Junge? Oh mein Gott, es ist... Okay, er hat das letzte noch. Ja, Mokuba wäre perfekt für Lanturn. Ey, wir haben so ein krasses Problem gerade, ne? Wir müssen mit Drizzlos das Ding jetzt killen. Wenn Drizzlos das Teil nicht killt, dann stirbt etwas. Ich glaube, wir haben noch ein Heil-Item. Oh, Drizzy. Okay. Er hat mir nicht die Hälfte gemacht, aber was ist, wenn er noch einen Donnerblitz hat? Was ist, wenn er crittet? Will ich riskieren oder gehe ich für ein Heil-Item? Warte mal, wen habe ich denn jetzt alles schon geheilt? Ich glaube, wir haben einmal Mokuba geheilt und einmal Celestial, kann das sein? Auf jeden Fall haben wir noch ein Heil-Item offen. Glaube ich zumindest. Aber mit 100 würden wir nicht da hinkommen. Ich muss angreifen. Ich glaube, das Heilen lohnt sich jetzt nicht unbedingt, oder? Oder schon? Ey, komm, wir spielen super safe. Gehen für eine Hyper Potion. Ich habe absolut keinen Bock, Drizzlos an der Stelle zu verlieren. Selbst wenn er jetzt zweimal kritten würde mit dem Müll. Oder beziehungsweise einmal kritten würde, würden wir da, glaube ich, noch überleben, oder? Okay, wir haben auf jeden Fall mehr KP als vorher. Und wir gehen für einen Psyshock und töten dieses Drecksding, Alter. Lanturn. Gemeines Biest, Digga. Dafür brauchen wir definitiv Pikachu mit Paddle Dance oder so. So, das war's mit Lanturn. Junge, 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 Junge. Und das war nicht mal irgendwie, ne, die Arenaleiterin oder irgendwie so eine gemeine Strategie, sondern das sind einfach nur Pokémon, gegen die wir echt Probleme haben. Obwohl sie nicht mal gesetupt haben oder nichts. Okay. Okay. Ja, Freunde, ich gehe nochmal ganz kurz zurück heilen und wir sehen uns gleich hier wieder. So, liebe Freunde, einsteigen. Es geht in die nächste Runde und ich glaube in die letzte Runde, denn hier dürfte tatsächlich schon der letzte Trainer stehen, oder? Kann das sein? Ja, safe. So, wir schalten mal kurz das ein und jetzt stammt da... Ja, das war so klar. Das war so klar. Hey, was in dem Buzzer Sim Challenge, was Gym Challenge is finally nearing its final. So, bevor wir Elisa herausfordern können, müssen wir es noch mit der hier aufnehmen. Mit der ollen Ho, 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 ho.
Let's go. Lady Colette. Stunkfish. Bodenelektro. Da wollen wir definitiv nicht drin bleiben mit dem Ding hier. Und rausgehen. Und zwar instant. Die Frage ist... Ja, Mokuba ist definitiv the move to make an der Stelle. Gegen Stunfisk. Stunkfish, habe ich das so genannt? Stunfisk heißt es. Bounce! Eine Flugattacke. Das Boden-Elektro-Pokémon kann eine Flugattacke. Okay. Will ich... Was will ich... Es würde mir nichts bringen, wenn ich drin bleibe. Geh zu Joker. Ich gehe raus zu Joker. Bah, wir resistieren das. Kriegen keine Para, Gott sei Dank. Und gehen jetzt wieder zu Mokuba. Hat er irgendwie vor, jetzt die ganze Zeit Bounce zu spammen oder wie? Ey, guck mal, wie er lacht. Guck mal, wie der Fisch lacht, Junge. Enduro, Ausdauer, okay. Kein Problem, Leaf Blade. Ja. Warte, was? Der hat das Scheiß überlebt? Oh, wow. Will ich mal... Ich meine, es ist kein Step, das Ding hat keine Angriffswerte und ist ein 90er. Aber will ich riskieren, dass Mokuba eine Para frisst? Wir haben noch 5 Pokémon vor uns. Ehrlich gesagt, nein. Ehrlich gesagt, nope. So, da kommt der Bounce. Es sind nur 10%, aber ey, im letzten Kampf wurden wir fucking vereist. So, Feint Attack. Blah! Trifft Feint eigentlich auch, wenn er hochgesprungen ist? Weil die Attacke kann ja nicht verfehlen. Sowas wie Sternschauer trifft ja überall. Im Boden und in der Luft. Alle, wir sind auf Level 39. Ne? Oh, Rotom. Warum würde er mit Rotom... Ich meine, okay, er outspeedet und der kann einfach Donner ballern. Aber ansonsten... Ich gehe zu Cube und hau einen Night Slash raus. Cube ist die beste Wahl für Rotom. Außer er geht für einen Geister-Move, der von einem Stahl-Pokémon vierfach resistiert werden würde. Aber ey, kann man ja machen. Oh mein Gott, Double Team. Willst du mich verarschen, Junge? Oh, zum Glück trifft Night Slash. Ich meine, wir hätten im schlimmsten Fall zu Dingens reingehen können. Er wird niemals jetzt einen Elektro-Move droppen, oder? Will ich Joker voll heilen und dann rein? Oder wie will ich das machen? Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nicht mehr treffen werde. Uproar. Uproar ist eine normale Attacke. Oh mein Gott. Okay, wir treffen zum Glück. Ist eine normale Attacke. Die hätte Dingens outspeeden, resistieren können. Und ich glaube, er wäre darin gelockt gewesen, ne? Emolga. Der hat auf jeden Fall Flugattacken. Warte! Ja, die Akrobatik kommt schon. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon, die Akrobatik. Warum sollte er sonst rein switchen? Für einen Wall-Switch geht er jetzt definitiv. Als ob der Junge Iron Tail hat. Als ob dieser Pisser Iron Tail hat. Weißt du was? Leck mich. Iron Tail, Stahl, Elektro und Flugattacken werden resistiert von Celestial. Da kommt Akrobatik. Macht so viel. Aber gut, wenigstens haben wir die Statik jetzt. Gehe ich für Wish, heil ich. Ich glaube, ich heile Cube. Das ist nicht mal Step. Aber natürlich kriegt er wieder den Death Drop. Die Frage ist, hat er...
Ich kann ihn nicht mit Elektroattacken angreifen und Paddle Dance wird resistiert. Der hat Safe. Quick Start oder irgendwie was, ne, was ihm Init boostet, wenn ich ihn mit Elektroattacken angreife. Die Sache ist die: Er hat bisher Akrobatik und Iron Tail gedroppt, keine Elektroattacke. Will ich zu Drizzlus oder will ich zu Cube? Ich gehe zu Cube. Cube ist besser in der Def. Ich könnte Walzer droppen, aber ehrlich gesagt ist mir das zu riskant. So, da kommt die Akrobatik, die neutral ist und sehr guten Damage macht, leider. Ich gehe einmal auf Hornclaws. Kann er bitte mal paralysiert werden? Full Para? Für eine Runde oder so? Nur für eine. Müsste einfach nur für... Ah, klar. Der Junge hat fucking Air Slash. Okay. Gut, das ist dann schon die zweite Hyper Potion, die wir auf Cube verwenden in diesem Kampf. Wenigstens kann er mich jetzt nicht mehr flinchen. Ey, Emolga ist ein fucking Problem. Wie kann so ein kleines Dreckshörnchen mir so krasse Probleme bereiten? Crush Claw. Crush that bitch. Ja, Quick Claw, Junge. Brauchen wir nicht. Wegen Para, aber alles gut. So, avoided the attack. Dankeschön, Mann. Weiß ich, nie Full Para kriegen, aber wenigstens hat er verfehlt. Okay. Celestial auf Level 37. Lady Cloette. Colette? Cloette? Ich habe keine Ahnung. Ey, Freunde, Mann, das ist böse. Böse, böse. Eine böse Möse war das gerade. Auf jeden Fall. Ui! Stehen wir jetzt vor der Arenaleiterin Elesa und tja. Werden im nächsten Part wahrscheinlich auf die Fresse bekommen. Alter, ich habe jetzt schon Angst. Ohne Witz. Also das, was wir bisher gesehen haben in der Arena. Gefährliche Scheiß-Pokémon und die haben nicht mal eine krasse Strategie rausgeballert. Das wird ein Doppelkampf werden und die wird irgendeine Strategie haben, die mich vernichten wird. Aber gut, wir haben wenigstens Typenvorteil oder einigermaßen Typenvorteil in dieser Arena. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es dann richtig rappeln und zappeln wird. Wenn wir gegen die Heidi kämpfen und ihr den Bill Kaulitz ausspannen und in den Recall kommen. Bis zum nächsten Mal.